Hallo Freunde der Spielkultur. Funktioniert alles? Es scheint so. Ich habe nämlich gestern einige Sachen am Rechner rumgeschraubt, vor allem beim Streaming-PC. Also Aufnahme und Streaming-PC und musste jetzt gerade erstmal gucken, ob der hier auch richtig anspringt, wie es sein sollte. Gehen wir den Turm weiter hoch und schauen mal. Ach, es ist sogar wirklich dann kurz davor, bevor wir den Imperator finden. Weil wir können hier nochmal uns auffüllen. Also die HP. Ja. Und hier ist der Oberhaupt vom Schleier mit dem Imperator in Gewahrsam. Nachdem du den Turm von Mysrael erklommen hast, stellst du schockiert fest, dass sich der Imperator auf seiner Spitze aufhält. Doch er ist nicht allein. Imperator, ihr seid am Leben. Eure Garde wurde angegriffen. Ich kann es erklären, ich... Und ihr? Ihr seid Katanira. Der königliche Gardist hat mir von euch erzählt, bevor er starb. Oh, du bist beeindruckend. Ich verstehe, warum der Imperator so von dir angetan ist. Demosthenes ist nur eine Marionette. Ich halte die Fäden in der Hand. Es ist wahr, aber ich dachte, wir könnten diesen Krieg beenden, dass wir... Still, alter Mann! Ich bin die oberste Herrscherin des Schleiers und der Kirche des Hohen Vaters. Ich bringe das Licht aus dem Schatten hervor, die er wirft. Das ergibt doch keinen Sinn. Ich will antworten, und zwar jetzt. Sonst werde ich diesen ganzen Turm niederreißen, so wahr mir der Hohe Vater helfe. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet, Nephilim. Ich will, dass er lange anhält. Ich mag es nicht, wenn man mit mir spielt, Katanira. Sagt mir den wahren Grund, aus dem ich hierher gerufen wurde. Es war kein Spiel. Der Imperator glaubte wirklich, er könne unbemerkt den Frieden planen. Es hatte für mich keine Bedeutung, bis du kamst. Dann wurde sein geheimer Plan sehr interessant für mich. Ich kam, weil ich glaube, dass Frieden der erste Schritt in eine bessere Zukunft ist. Die Verhandlungen waren zum Scheitern verdammt. Denn Frieden kann nur durch den Hohen Vater erlangt werden. Und der Hohe Vater verlangt Reinheit. Allein mit einem Elf zu sprechen, ist ein Affront gegen sein heiliges Licht. Den Titel Oberste Herrscherin gibt es nicht. Und der einzige Anführer des Schleiers ist der Inquisitor-Regent. Du brauchst nur zu wissen, dass ich der Schleier bin. Ich bin die Kirche des Hohen Vaters. Und bald werde ich das Imperium sein. Der Imperator hat euch nicht erwähnt. Ich habe ihn gut ausgebildet. Hat er erwähnt, dass ich ihn aufnahm, als seine Mutter starb? Dass ich ihn die Schrift lehrte und seine neue Familie wurde? Hat er erzählt, dass ich es war, die seinen Vater getötet hat, damit er den Thron besteigen konnte? Wohl eher nicht. Ja, und eine Marionette werden konnte. Wollte halt nur einen schwachen Herrscher haben zum selbst herrschen. Genug geredet. Es gibt noch so vieles mehr, was du nicht weißt, Kind des Eisens und des Himmels. An dem Tag, als dein Vater starb, habe ich die Soldaten zu dir geführt. Erkennst du mich nicht? Ich war es, die dich beauftragte, Sebastian in der Kirche des heiligen Darchel zu töten. Beseitige den Ungläubigen und finde den Nephilim. So war der Plan. Unmöglich. Durch euch haben wir Ilian entdeckt? Als ich dich gefunden hatte, musste ich deine wahre Natur wecken. Deshalb erweckte ich Veran auf dem Schlachtfeld und offenbarte somit den Weg zur Stadt der gottlosen Engel. Ihr? Meine Generäle sagten mir, es sei Mortes gewesen oder der Engel habe sich wegen der Befreierin erhoben. Das kostete Tausende von Leben. All das nur, um mich zu bekommen? Sei nicht albern. Du bist nur ein kleines Teilchen in einem sehr, sehr großen Spiel. Es hat Jahrtausende gedauert, aber jetzt sind wir nur noch Atemzüge vom Ziel entfernt. So wie Demosthenes. So wie das Imperium selbst.
Katanira legt dem Imperator flink die Hände um die Kehle und schlitzt ihm mit einer versteckten Klinge den Hals auf. Blut spritzt aus der jähen Wunde. Vom Leuchtfeuer der Hoffnung muss der letzte Imperator fallen. Imperator Demosthenes sieht dich an, Tränen strömen ihm über die Wangen. Als Katanira ihn zum Fenster des Turms zerrt, scheint er sagen zu wollen, es tut mir leid. Es ist zu spät. Katanira stößt Imperator Demosthenes vom Rand des Turms. Du versuchst noch, ihn zu halten, bist aber nicht schnell genug. Das Volk schaut entsetzt auf. Du hörst, wie es nach Luft schnappt. Und dann die Rufe: Attentäterin, Mörderin, du bist gemeint. Der Imperator ist tot. Das Imperium wird mit ihm sterben. Und das Volk gibt dir die Schuld. Schlechte Wendung. Du drehst dich zurück zu Katanira, doch sie ist schon fort, ihr Gefolge allerdings nicht. Toll, ich bin auch eingekesselt sofort. Zu dicht, du Narr! Betrachte das als Warnung. Feuere! Mana-Adern, erhält mir den Weg. Freie Schussbahn! Oh, ich muss mich jeden Zug bewegen. Ich bin unterwegs. Meine Wobei, es zählt nicht für alle. Das zählt zum Beispiel nicht für die fliegende Einheit hier. Ich bin der Berg, ich bin der Strom. Ich glaube, das mit dem Abgrund holt sich die Lahmen, habe ich nicht so richtig gedeutet am Anfang. Ihr seid zu nah. Mir nach. Zurück. Feind. Gefallen. Spür dein Zorn. Vater, führe meine Klinge. Jämmerliches Ding. Hinfort. Kämpfe für deine Ehre. Sammelt euch um mich. Hinfort. Das Leiden muss enden. Das bedeutet, dass ich mit ihr jetzt auch ein bisschen rumlatschen muss, weil sonst kriegt ihr halt auch einen Abzug. Brenne. Für die Ehre. Alte Götter, leitet mich. Schön, dass ich mich gerade ausgeblendet habe, aber... Ach, mir geht's heute nicht so dolle. Immer noch nicht. Die ganze Zeit nur Magenprobleme. Ich könnte einfach kotzen. Jetzt stirbst du. Witzigerweise passt das ja auch gut zu Magenproblemen, aber naja. Los geht's. Mal so, mal so. Ilian für immer. Ich bin deine persönliche Hilfe. Die vier Himmel warten. Betrachte das als Warnung. Deshalb, bevor ihr mein etwas doof aussehendes Gesicht
gucken muss, blende ich das jetzt einfach mal aus. Für die Dynastie. Beschieße den Feind. Das war nur eine Zielübung. Ihr habt ja in 40 davor existierenden Folgen gesehen, wie ich aussehe. Der Kampf verdichtet sich. Was für eine Argumentation. Spüren die gebündelte Macht der Elfen. Ja, willst du sehen, wie ich aussehe? Dann guck doch einfach anderes Video, wo ich drin bin mit Gesicht. Ich rücke aus. Ihr seid zu nah. Jämmerliches Ding. Vernichte diese Unreinheit. Hoher Vater, leite mich. Spüre seine heilige Hand. Oder dass selbst die KI mit ihrem eigenen Debuff nicht klarkommt, ist halt. Denkst du dir auch wieder, ey, was für ein Unsinn. Und das war ein echt fieser Eingriff. Warum hat er keinen Heileffekt ausgelöst? Scheiße. Meine Pfeile wollen speisen. Porphidium Mantia! Ahnen, steht mir bei. Freie Schussbahn! Ah, du hast eine Aufgabe, Kind. Und hast verkackt. Rücke vor. Schild nach vorn. Mir nach. Drängt sie zurück. Mutter Mana, Zehre von ihnen. Sammelt euch um mich. Gott sei Dank. Beim Zorn des Hohen Vaters. Alle werden geläutert. Das Leiden muss enden. Schaffst du beide? Verdammt. So, Speers, an dir den Kampf zu beenden. Dankeschön. Tja, das Imperium wird anscheinend kein Verbündeter mehr von mir. Als der Imperator fiel, hat sie eine Art Portal geöffnet. Es sah so aus wie deins. Die ganze Zeit lauerte unsere wahre Anführerin im Schatten. Aber warum ist sie jetzt erschienen? Was heißt das für das Imperium? Der Imperator hatte keine Erben, keine Geschwister. Dem Gesetz nach muss das Imperium aufgelöst werden. Es wird Anarchie herrschen. Bevor sie ihn tötete, flüsterte sie eine Beschwörungsformel, die mir irgendwie bekannt vorkam. Und was jetzt? Katanira wusste zu viel, als dass sie gelogen haben könnte. Sie wusste von meinem Vater, von dem Auftrag, Sebastian zu töten. Wir finden sie und halten sie auf. Das ist der Plan. Gut, gut. Ich habe mir eh gerade gewünscht, dass wir noch einen mächtigen Feind treffen, der uns tot sehen will. Passt also perfekt. Na, es ist deine Schuld. Das hätte ich mir denken können. Ein schwaches Scheppern steigt den Treppenschacht hinauf. Wachen stürmen den Turm. Mit einer Geste gibst du deinen Gefährten etwas zu verstehen. Es ist Zeit zu verschwinden. Die Klasse, die du für Aviana ausgewählt hast, ist bereit zur Verbesserung. Basierend auf Avianas Klasse erhältst du Zugang zu neuen Fertigkeiten in den Fertigkeitsbäumen Kampf, Nephilim und Magie. Basierend auf Avianas Klassen steigen auch ihre Grundattribute.
Fähigkeiten des Avianis-Cluster erhalten Verbesserungen bei Schaden oder Heilung, Reichweite oder Radius oder eine bessere Dauer für die zugefügten Effekte der neuen passiven Effekte. Rüstung der Königlichen Garde. Die sieht gut aus, ey. Muss ich sagen, dass die Rüstung einfach geil aussieht. Die kritische Trefferchance ziehen wir bis auf 75 hoch mit der Rüstung. Vor allem, das wird ja noch, also 75 ist glaube ich Maximum. Ja genau, auf 75% begrenzt. Gab übrigens ein Update, es scheint jetzt wohl auch Schwierigkeitsgrade zu geben für Disciples Liberation, aber bringt ja jetzt nichts mehr. Weil ich ja schon weit gespielt habe. Oder kann man es noch machen? Ah doch, Spielschwierigkeit. Regenerationszeit für Lebens- und Mana-Brunnen. Schwierig, brutal. Story-Modus. Heilung durch nicht verbrauchte EP auf 0. Schaden von Feinden erhöht, EP von Feinden erhöht. Aber ich würde es halt jetzt auch, wenn ich immer sage, es ist halt ein bisschen vom Schwierigkeitsgrad durchwachsen, würde ich jetzt nicht einfach blindlings den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Es ist übrigens mit Update 1.1 jetzt gekommen, mit dem ersten größeren Update von Disciples Liberation. So lange sind wir schon dran an dem Spiel, ey. Erzielt Aviana einen kritischen Treffer, wird das Ziel für 2 Runden gezeichnet. Eine gezeichnete Einheit erleidet als Ziel aus allen Quellen 10% mehr Schaden. Habe ich eh in 5 Minuten wieder vergessen, dass das der neue Zustand ist. So. Hier waren wir ja zu den Dämonen gekommen und haben die bekämpft. Aber ich muss den Turm ja eh erstmal verlassen, bevor ich mich wieder in meine Hauptstadt zurückziehen kann. Habe ich einen Schlüssel jetzt oder hat Orion endlich gelernt, Türen zu öffnen? Ne, hat immer noch keine Weltfähigkeit. Werde ich wahrscheinlich einfach den Schlüssel von oben bekommen. Jetzt ist hier unten offen.
Weggeschlossen in den Gräbern im Turm von Mysrael findest du Ra, Teil der Bruderschaft der verborgenen Brigade und dein Freund aus Kindertagen. Uri, sieh nicht hin. Ra, nein! Orion stürzt sich auf den Körper und sucht gründlich nach irgendwelchen Anzeichen dafür, dass noch Leben in ihm steckt. Ihm kommen die Tränen, seine Wangen werden rot, er beißt die Zähne zusammen. Bitte, Abi, wir müssen denjenigen finden, der das getan hat, und wir müssen Ra hier rausschaffen. Wir werden den Leichnam mitnehmen und das hier aufklären. Ich werde dafür sorgen, dass er sicher zu deiner Familie nach Hause geschickt wird. Orion kämpft weiter gegen den Tränen, größtenteils erfolgreich. Danke, Abi, im Ernst. Iyama, kannst du ihn wiederbeleben? Iyama, wir müssen in die Lage versetzt werden, mit ihm zu sprechen. Wenn es etwas gibt, was du tun kannst, dann tu es. Orion zuckt sofort zusammen, da ihn die Vorstellung stört, doch sein Wunsch, noch ein letztes Mal Ra's Stimme zu hören, ist stärker als jede Furcht davor, dass sein Freund wiedererweckt wird. Auf dem Jungen lastet ein sonderbarer Fluch, er wird nicht wieder erwachen, aber ich beherrsche das Lauschen, eine Methode, um seine letzten Gedanken zu hören. Du solltest eines wissen, auch wenn er tot ist, wird das Lauschen für die Seele des Jungen ausgesprochen schmerzhaft sein, ganz egal, wo sie nun ist. Wenn Rai seinen Angreifer gesehen hat, müssen wir es tun. Iyama beugt sich über die Leiche und wispert ein leises Lied, um die Gedanken aus dem Verstand des toten Attentäters hervorzulocken. Die Leiche zuckt und ächzt. Schließlich spricht Iyama, aber mit der Stimme von Raj. Wo ist Ori? Ich erkenne diesen Dolch wieder. Das ist der Uro-Dolch. Halt, halt! Er dachte an mich, bevor er starb. Doch es klingt fast, als hätte er erwartet, dich zu sehen. Und da war etwas, was der Uro-Dolch heißt. Ich nehme den erstmal mit. Was glaubst du, was ihm zugestoßen ist? Ich hätte wahrscheinlich mehr Informationen rausholen können. Anstatt die Leiche nur zum Planwagen hier zu bringen. Hände aus dem Norden machen ihre Planwagenfechter, da Atelian evakuiert wird. Orion tritt vor und verhandelt mit ihnen über den Rücktransport von Reis Leichnamen in die Niedern. Sie lassen sich darauf ein und wollen auch keine Bezahlung. Es ist der erste Akt der Güte, den du seit Ewigkeiten gesehen hast. Weißt du, es ist nicht einmal sein Tod, der mich jetzt so beschäftigt. Es ist sein Leben. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit wir noch Jungen waren. Ich ging einfach davon aus, dass wir uns eines Tages wiedersehen und uns über ein Bier mit unseren Geschichten unterhalten würden. Ich dachte, es wäre noch Zeit, weißt du? Bin mir sicher, ihm ging es genauso. Ich wette, wenn er den weisen, witzigen und liebenswerten Krieger sehen würde, zu dem du geworden bist, wäre Rai stolz. Meinst du, danke, Abi, du findest immer genau die richtigen Worte. Orion kehrt zu seinem Pferd zurück, beladen mit der Last der Trauer. Wenn dies doch nur das Ende des Leids wäre, das er zu ertragen hat. Jetzt ist die Frage, habe ich noch irgendwas hier offen? Ich wollte mal ausprobieren, was passiert, wenn ich den Elfen zum Beispiel die Ressourcen wieder wegnehme. Wahrscheinlich, wenn ich die töte, naja. Mach ich mir den Ruf kaputt. Wobei der Friedensvertrag ist ja... Ist ja eh am Ende.
Ah, ich habe plötzlich 3 Aktionspunkte. Ja, warum nicht? Aber sicher doch. Die fliegende Einheit bekommt übrigens durch das instabile Mana gerade Schaden. Zu dich, du Narr. Das ist halt traumhaft. Mana Adam, erhält mir den Weg. Ich muss in Reichweite. Ich brauche eine freie Schusslinie. Muss aufpassen. Sind alle zu weit weg. Ich rücke aus. Die Kälte begünstigt mich. Kein Feuer kann mich aufhalten. Ein winterlicher Wind weht. Mana-Fluss, zeig mir den Weg. Ich bin eins mit dem Ganzen. Rücke vor. Und so, du auch weiter nach vorne. Schild nach vorn. Das Leiden muss enden. Und du heilst mal alle durch. Hoher Vater, leite mich. Schnell. Der Lebensstrom fließt durch dich. Weggetreten. Begegne deinem Schicksal. Ach, sie ist einfach so eine Killerin inzwischen. Du musst warten, du auch. Der Weg ist versperrt. Der Weg ist versperrt. Ich muss in Reichweite. Und wenn ich da durch den Mana-Fluss gehe, wird das wahrscheinlich auch nicht so cool werden. Der letzte Winter. Der Winter. Bei Galeans kalten Herzen. Ich bewege mich mit den Jahreszeiten. Schenkt Galdean euer Leben! Gegnerhorden stresst mich nicht. Rücke vor. Ihr seid zu nah. Feind gefallen. Ich bin der Berg, ich bin der Strom. Muss Abstand halten. Freie Schussbahn. Der Pfeil führt nach Hehl. Flink! Meine Feinde zersplittern! Für die Dynastie! Eindringlich! Mir nach! Hoher Vater, leite mich. Ah, musst du denn da durchlaufen? Naja. Vernichte diese Unreinheit. Ich hab da nicht aufgepasst. Du bist festgesetzt. Ich finde eine Schussbahn. Meine Pfeile sind hungrig. Die vier Himmel warten. Ich brauche eine freie Schusslinie. Hab den Feind im Visier. Eine Verschwendung meines Pfeils.
knackt alles wieder hier. Ich bin unterwegs. Gilead, Mooren! Galleon wird zu uns zurück. Ich überlege gerade, ob es die Slow-Mo-Einlagen vorher auch schon gab. Ich glaube nicht, das ist auch neu dazugekommen in der Beta. Nicht in der Beta, sondern in der Version 1.1 jetzt. Der Verlust ist unser Gewinn, sage ich. Sollen wir anfangen, das hier nach Ilian zurückzuschaffen? Machen wir uns dran und falls irgendwelche Elfen versuchen, es wiederzuholen, dann kümmert euch darum. Oh, es macht die Elfenallianz richtig schlecht. Das kann ich so nicht bringen. Weil ich will ja mit den Elfen ein positives Verhältnis halten. Aber wir müssen jetzt schon breaken, 30 Minuten. Ich muss jetzt mit dem Hund raus und dann ist gleich... Hilfe. Aviana, diese Hülle ist unter den Blutsbäumen. Wahrscheinlich treffen wir auf Elfen. Sie werden von diesem Ort angezogen. Ist etwas Besonderes an den Blutsbäumen? Dann werden wir nicht nächstes Mal hier weitermachen. Für Wildelfen, ja. Die Bäume sind eine Verbindung zu den Urenergien von Nevendar. Wenn sie bluten, bluten wir. Und wenn sie singen, dann sind wir wirklich lebendig. Ich habe noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Sie sind überwältigend. Die Energie solcher Orte erfüllt uns mit Leben. Mehr als ein Elf wurde unter solchen Wurzeln gezeugt. Traurigerweise gibt es nur noch wenige Blutsbäume. Das Imperium schert sich nicht um das, was vor ihm war. Du glaubst, dass Laariel hier sein könnte? Es wäre klug, auf einen Hinterhalt vorbereitet zu sein. Verstanden.